Der Bahnhof in Winterthur. Damit beginnt unser heutiger Rundgang. Herzlich willkommen bei Location TV. Wir melden uns ja mal mitten aus dem Leben und ganz ehrlich, das Wetter war auch schon mal besser. Noch stehen wir im Trockenen, aber das wird sich gleich ändern. Location TV also heute aus Winterthur und bei mir ist natürlich der CEO und Gründer der Location Group in Zürich. Es ist Marc-Christian Riebe. Marc, grüß dich. Hallo, Markus. Was werden wir uns denn heute hier genau anschauen in Winterthur? Schauen uns heute mal die beiden Neuentwicklungen an. Das Kesselhaus und das Archareal. Und dann gehen wir in die Fußgängerzone, in das Untertor und in die Marktgasse. Also, die Schirme bitte jetzt startklar machen. Wir starten. Wir sind immer noch vor dem Bahnhof in Winterthur und hier hinten am Horizont kann man erkennen das Kesselhaus. Was hat es mit dem Kesselhaus auf sich? Das ist ja auch eine neue Entwicklung auf dem Sulz-Areal und da hat es jetzt neu einen Saturn und ein Kino von der Kitag. Und die hat momentan das Problem der vorbeifahrenden Züge, dass die Kinogäste nicht ganz die Qualität haben, die zugesichert worden ist. Wie, die Züge, die stören den Ton oder so? Oder? Genau, richtig, die Akustik. Und das wurde eben vorher anders vorhergesagt, als es dann tatsächlich live eingetreten ist. Das kann passieren. Und hier hinten, hier ist noch eine Baustelle. Was passiert da gerade? Genau, da haben wir das Archareal, da stand vorher ein Parkhaus und hier wird neu ein Hotel entstehen mit einer kleinen Shopping-Galerie. Welches Hotel wird das sein? Kannst du das schon sagen? Ich weiß es nicht. Also, spannend bis zuletzt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in Richtung Fußgängerzone. Sehr gerne. Auf geht's. Was für Zürich die Bahnhofstraße, das ist für Winterthur das Untertor, also die Fußgängerzone. Und hier hat sich in jüngster Zeit auch einiges getan, vom strömenden Regen mal abgesehen. Oh ja, jetzt haben wir noch gerade noch trockene Füße. Jetzt sind wir vom Bahnhof hierher gekommen, haben linker Hand das Schuhhaus Walder. Die konnten gerade den Mietvertrag um 10 Jahre neu verlängern. Genau wie nebendran das Modegeschäft Wee aus Holland. Die haben auch um 10 Jahre neu verlängert. Und neben Wee kommt neu der Tally Weil, das Modegeschäft für die ganz, ganz Jungen. Und die werden hier wahrscheinlich im Herbst einziehen diesen Jahres. Tally Weil auch aus den Niederlanden? Nee, die sind aus der Schweiz. Ach, tatsächlich. Die klingen auch so niederländisch. Aber bevor wir jetzt weitergehen, wie sieht's aus mit der Miete? Also hier Walder, Wee, was müssen die zahlen so im Jahr als Miete? Hier bei einer Neuvermietung zahlt man hier momentan für ein 100 bis 150 Quadratmeter Geschäft mit einer Front von 6 bis 8 Metern und einem ebenerdigen Eingang, das ist ganz wichtig, dass es keine Treppenstufen hat, plus minus 400.000 Franken im Jahr. Und wenn es Treppenstufen gibt, dann ist es teurer oder billiger oder? Ja gut, wenn es Treppenstufen hat, dann ist das Geschäft natürlich nicht für jedermann begehbar und dann verliert man einen gewissen Teil an Umsatz. Auch wenn es um 10 Meter zum Beispiel zurückversetzt ist, dann zieht es die Leute nicht automatisch rein in das Geschäft. Dann schauen wir jetzt mal weiter. Auf geht's. Wir sind immer noch im Untertor. Und hier gegenüber ist das Georgs-Geschäft. Wie lange sind die da schon drin? Die sind hier jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr drin, wo zuvor Yves Rocher sein Geschäft hatte. Und mussten die einen Key-Money zahlen, um da rein zu können? Nee, die sind einfach so in Anführungsstrichen reingekommen und haben einen ganz normalen neuen Mietvertrag mit dem Eigentümer im Sommer abgeschlossen. Auf eure Vermittlung, also auf Vermittlung von der Location Group? Ja klar, der Eigentümer, der hat uns gefragt oder uns gebeten, ihm eben einen passablen Nachmieter für Yves Rocher zu finden, nachdem die für ihn ziemlich überraschend ausziehen wollten. Das hat ihn natürlich wunderbar gelöst. Direkt gegenüber sind auch zwei mehr oder weniger neue Geschäfte. Wer ist da genau drin? Sweet One ist hier ungefähr jetzt knapp 2 Jahre drin und Bonita ungefähr 3 Jahre. Sweet One ist so für die Dame ab 30 und Bonita ab für die Dame ab rund 40 Jahren. Ich muss mich ein bisschen korrigieren. So lange ist das Untertor gar nicht. Das hört nämlich da hinten auf und geht dann über in die Marktgasse. So kann man sich irren. Was sehen wir denn hier im Hintergrund? Hier sehen wir noch das alte Bluedog-Geschäft, das hier über Jahrzehnte war und ausziehen muss. Hier wird neu ein Apple-DataQuest-Geschäft einziehen. Wann ungefähr? Man sieht jetzt die große Total-Liquidation. Und es geht nicht mehr lange. Ich schätze, in 1-2 Monaten wird es hier ein schönes Apple-Geschäft geben. Und hier gegenüber, also schon in der Marktgasse, Beginn Marktgasse, ist ein Subway. Ist der da noch lange drin oder wie lange ist er da schon drin? Eben, der ist hier auch ganz neu drin. Hier war vorher eben nur die Chiquita Fruit Bar.
und die ist auch neu in der Schweiz und eben noch nicht so bekannt. Deswegen hat hier der eigentliche Mieter, dieser Chiquita Fruit Bar, das Subway als Untermieter genommen. Und wir schauen jetzt mal, wie lange die Marktgasse so ist, denn die laufen wir jetzt noch ein bisschen hoch. Okay, auf geht's. Hier sieht man wunderbar, wie einige Geschäfte sich ein komplett neues Design verpassen, zum Beispiel Navy Boot hier. Also die Geschäfte scheinen gut zu gehen. Ja, wie man hier sieht, das ist ein Bijou, das Schuhgeschäft hier inmitten der anderen Geschäfte. Und genau gleich hat es auch gegenüber das Depot mit Interior gemacht. Die haben in der ganzen Schweiz komplett innerhalb kürzester Zeit alle ihre Geschäfte auch neu saniert. Was gucken wir uns hier noch an? Was ist noch anderes zu sehen in der Marktgasse? Jetzt gehen wir noch hier vor in das ehemalige Restaurant von Wagamama, wo es neu Vila hat und Only. Und dann ganz am Schluss noch schauen wir uns noch die Metro-Boutique an. Only und die beiden Geschäfte daneben, die gehören zur Bestseller-Gruppe aus Dänemark. Und die haben hier in Winterthur mehr Geschäfte als in Zürich. Die Frage ist, wie kann das denn sein? Also hier mehr Geschäfte als in Zürich? Ja. Hier gegenüber von der berühmten lokalen Konfiserie Vollenweider. Da kann das Geschäft nur sehr gut laufen für Bestseller. Deswegen haben sie gerade nochmal 3 Geschäfte hier gegenüber eröffnet. Aber warum denn jetzt gerade hier in Winterthur mehr als in Zürich? Also das leuchtet mir nicht ganz ein. Ja, weil Winterthur natürlich nur 15 Minuten mit dem Zug von Zürich weg ist. Weil sie hier sehr, sehr viel Potenzial haben, hier die Kaufkraft auch sehr hoch ist durch die vielen Arbeitnehmer, die in Zürich keine Wohnung finden und dann eben sich hier in Winterthur niederlassen. Also das ewige Wohnungsproblem in Zürich. So ist es. Null Wohnungsleerstand. Hier fast am Ende der Marktgasse, da wird kräftig gebaut. Was wird da entstehen, Marc? Ja, hier war vorher Schalvögele und Vögele-Schuhe. Die sind hier ausgezogen, weil sie vorne im Untertor noch ein zweites Haus haben. Hier sind wir gegenüber von Orel Füssli und der Mikro. Und hier hat sich das Management der Metro Boutique, das ist ein Multilabel-Spezialist aus der Schweiz, die haben sich hier die Liegenschaft gekauft. Um da was genau einzubauen, einzuziehen? Eben ein Geschäft von den Metro Boutiques, die es in der ganzen Schweiz jetzt ungefähr mit 20 Geschäften gibt. Und die werden hier auf über 1000 Quadratmetern ein Modegeschäft machen für Teenies von 16 bis 20 oder 25 Jahren. Magst du hier nochmal einen Einblick geben, was kostet hier die Miete so am Ende der Marktgasse? Hier ist ein bisschen günstiger, weil die Frequenz hier etwas niedriger ist als vorne im Untertor. Und hier zahlt man für ein 100 bis 150 Quadratmeter Geschäft bei einer Neuvermietung ein bisschen weniger als 400.000 Franken im Jahr. Hier an dieser Stelle, an diesem Platz, da wird aus der Marktgasse das Obertor gleich da vorne. Wenn du so einen kleinen Ausblick gibst in die Zukunft, was meinst du, wie wird sich Winterthur entwickeln? Also aufgrund zum Beispiel vom Kesselhaus und dann dem Archareal, was da neu überbaut wird, aber auch der Innenstadt, wo natürlich noch immer noch sehr, sehr große Nachfrage ist, wo es auch viele, viele Geschäfte gibt, die hier auf der Suche sind und schon seit langem nicht fündig geworden sind, kann man davon ausgehen, dass es hier in Zukunft noch einige Wechsel geben wird. Und wenn Sie weitere Informationen haben möchten, dann wenden Sie sich doch bitte an die Location Group in Zürich. Die Kontaktnummer, die blenden wir jetzt ein oder schauen Sie auch gerne auf der Internetseite vorbei, www.location.ch. Das war Location TV für heute. Ich sage herzlichen Dank, Marc-Christian Riebe. Sehr gerne, vielen Dank auch. Und wir melden uns ganz bald wieder mit einer neuen Ausgabe. Bis dann.